Hallo, willkommen zu einem neuen DM-Haul von mir. Es ist wieder ein extrem großer. Ich habe hier zwei riesengroße, volle Tüten. Also hier diese große DM-Tüte wirklich bis oben hin gefüllt. Und dann noch eine zweite Tüte, die auch bis oben hin gefüllt ist. Also ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Es ist wirklich diesmal alles vertreten. Schminke, Beauty, Baby, Haushalt, alles Mögliche. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn da gibt es noch eine Verlosung für euch. Also ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Als allererstes habe ich mir endlich mal von BH Cosmetics in Kooperation mit der Mrs. Bella die Palette geholt, The Dark Side. Ich habe ja auch die erste Palette von ihr und wollte die hier auch unbedingt haben. Aber die war relativ schnell ausverkauft gewesen. Da habe ich mir gedacht, ach komm, mach dir keinen Stress. Sie ist irgendwann wieder verfügbar. Das war sie jetzt gewesen und dann habe ich sie mir jetzt auch direkt mal mitgenommen in den letzten DM besuchen. Was ich auch diesmal schön finde, dass da auch wieder ein richtig schöner großer Spiegel mit eingebaut ist und die Farben sind mega. Also ich finde sie richtig, richtig schön. Perfekt für den Herbst, Winter, aber auch im Frühling, Sommer kann man die noch gut benutzen. Ich habe heute unter anderem, ich hoffe man kann es gut erkennen, den Highlighter drauf. Der ist richtig, richtig schön. Ich mag den sehr, sehr gerne. Und ich habe mich mit der Farbe Heat geschminkt. Das ist diese hier. Die habe ich so ziemlich auf mein komplettes Augenlid gegeben. Also die ist richtig, richtig hübsch. Ich mag die Palette sehr, sehr gerne. Die ist wie immer wieder sehr gut pigmentiert. Ja, also so wie man es eigentlich generell von BH Cosmetics kennt. Die haben einfach richtig, richtig gute Sachen. Deswegen auch davon wieder sehr, sehr, sehr begeistert. Auch das Packaging wieder. Also hat die Mrs. Bella wieder einen super Job gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mit den nächsten Produkten werde ich mich gar nicht zu lange aufhalten, denn darüber habe ich ein komplettes Video gedreht. Und zwar mit den Produkten von TamTam Beauty. Ich werde euch das Video einfach mal unten in der Infobox verlinken. Da habe ich komplett die Sachen neu ausgepackt mit euch zusammen. Also so ein Unboxing gemacht und auch einen kompletten Look damit geschminkt. Also, aber einfach zur Vollständigkeit dieses DM-Holz habe ich hier, wie gesagt, einmal diese Tasche geholt. Also im Prinzip habe ich die komplette Kollektion geholt. Sie hat einmal hier ein Banana Powder rausgebracht, dann ihre Eyeshadow Palette. Ich mache die gerade mal auf. Also die ist auch hier komplett in Gold. TamTam steht drauf. Auch mit einem schönen großen Spiegel drin. Und das ist die Palette. Aber wie gesagt, ich habe dazu schon alles abgedreht, deswegen gehe ich jetzt gar nicht zu sehr darauf ein. Sie hat dann noch drei Liquid Lips, nicht Liquid Lipsticks, drei Liquid Eyeshadows rausgebracht, die richtig gut sind. In dem Video habe ich die auch verwendet, also die sind richtig, richtig mega. Tolle Farben, tolle Haltbarkeit. Dann hat sie auch einen Lipgloss rausgebracht, den habe ich heute so ein bisschen nur ins Zentrum draufgegeben, dass es so ein bisschen schimmert, weil ich sehr matt gewesen bin und den habe ich jetzt draufgegeben, den liebe ich. Dann hat sie Lashes rausgebracht in Kooperation mit Ardell. Die anderen Sachen sind alle von ihr selber wirklich hergestellt. Ihre eigene Marke TamTam steht überall drauf, mit keiner anderen Marke zusammengearbeitet. Außer eben mit diesen Lashes hier und die sind richtig genial. Die habe ich auch in dem Video getragen. Die sind so, 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 so hübsch. Und dann hat sie eben auch hier dieses Pinselset bzw. diese Tasche rausgebracht. Da ist aber auch noch eine Wimpernzange drin und sogar ein Beautyblender bzw. so ein Make-up-Eye. Mega, also es sind auch so, so tolle Produkte. Aber wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut gerne mal in das Video vorbei. Da habe ich dann nochmal genauer zu den Produkten was gesagt, die direkt live mit euch zusammen ausgepackt. So richtig First Impression, alles getestet und ja, also deswegen. Und es passt auch alles hier direkt rein, richtig genial. Das sind so die zwei großen Make-up-Sachen, die ich jetzt geholt habe. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich noch was geholt habe, aber ich würde sagen, wir legen hier einfach direkt mal los. Ich habe mitgenommen, brauchte ich ganz dringend, aber ich glaube sogar dreimal, ich weiß es gar nicht. Von Ebelin Wattepads, die sind mir wirklich leer gegangen. Also das ist mir auch noch nie passiert. Ich habe sowas eigentlich immer da. Deswegen, ich glaube, hier muss irgendwo noch eine dritte Packung rumschwirren. Ich kaufe immer die Maxi Wattepads. Da sind 50 Stück drin. Die sind einfach ein bisschen dicker als die anderen. Und ich komme damit einfach super zurecht. Ich mache mir einfach mehrmals am Tag, gehe ich mit Rosenwasser und so weiter über mein Gesicht oder schmink mich damit komplett ab. Deswegen, ich brauche auf jeden Fall diese Maxi-Version mit diesen kleinen, normalen. Damit kann ich schon seit vielen Jahren gar nichts mehr anfangen. Dann habe ich mir einen Bilderrahmen mitgenommen und zwar habe ich den euch schon im letzten DM-Haul gezeigt. Das ist dieser hier. Das ist so ein schöner weißer mit einem rosé-goldenen Rahmen, aber nur hier vorne. Ansonsten ist der außen oder auch innen ist der komplett weiß. Ja, ich möchte in Zukunft meinen Beauty-Raum, mein Beauty-Zimmer in weiß und rosé-gold
ja, einfach dekorieren mit Roségold. Und da fand ich das einfach so schön, weil das nicht so übertrieben ist. Weil viele Rahmen sind immer so krass mit Roségold oder sonstiges. Ich wollte es einfach so ein bisschen dezenter haben. Deswegen fand ich das schön, dass es hier so die Kombination ist. Und schimmert auch richtig, richtig schön. Ist nicht matt. Das fand ich richtig gut. Und deswegen, ja, habe ich mir schon gedacht, das letzte Mal habe ich 2 Stück mitgenommen. Und ich dachte mir so, ah, für so einen kompletten Raum wäre es schon schön, wenn ich noch ein paar Stück hätte. Deswegen habe ich mir auch noch einen 3. mitgenommen. Die sehen so, 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 so hübsch aus. So, ich mache das Ganze jetzt hier mal auf meinen Schoß. Dann haben wir Topfreiniger mitgenommen. Und zwar von Profissimo, die Topfreiniger. Die kaufe ich ja eigentlich immer. Ich bin mit denen sehr, sehr, sehr zufrieden. Die sind günstig und erfüllen auf jeden Fall ihren Job. Dann haben wir hier von Denkmit das Colorwaschmittel mitgenommen. Das zeige ich euch eigentlich auch jedes Mal in allen DM-Hauls bzw. Aufgebraucht-Videos. Ich mag das einfach sehr, sehr gerne vom Duft her und ich finde, das erfüllt auf jeden Fall seinen Job, das, was er machen soll, nämlich die Wäsche sauber machen. Hat so einen Aloe Vera und Lotusblütenduft und genau, das ist auf jeden Fall auch wieder mitgekommen. Genauso wie, ich glaube, das habe ich auch schon mehrmals jetzt wieder hier drin, mindestens 2-mal von Denkmit, der Hygienespüler, auch den zeige ich euch jedes Mal. Beseitigt 99,99% aller Bakterien, Pilze, spezielle Viren, ist auch für Babykleidung und so weiter geeignet und es kommt bei mir überall in jede Wäsche mit rein. Dann haben wir uns mal dafür entschieden, das Wäscheparfüm wieder mitzunehmen. Ich kaufe es ja nicht mehr so extrem oft, wie ich es früher mal gemacht habe. Es ist einfach sehr kostenintensiv und deswegen, ich kaufe es immer mal wieder und gebe es dann auch wirklich nur zu so spezieller Wäsche mit dazu, wo ich sage, oh ja, also gerade bei unserer Kleidung, dass es halt gut danach duftet. Aber mittlerweile gebe ich es nicht mehr rein, wenn ich irgendwie Bettdecken oder solche Sachen wasche. Also das mache ich dann wirklich nur noch so für unsere Kleidung und ja. Es riecht einfach so phänomenal lecker und die Wäsche duftet auch richtig, richtig lange danach. Also bei uns riecht man das definitiv so lecker. Und vor allen Dingen halt diese grüne oder beziehungsweise türkisene Variante mag ich so am liebsten. Dann habe ich hier mal so einen Saft mitgenommen von Babylove. 100% Bio-Apfelsaft, milder Apfel, ohne Zuckerzusatz. Und zwar nicht zum Trinken, sondern tatsächlich zum Zumischen einfach der Nahrung. Also gerade wenn man Sachen mit Fleisch und so weiter macht, sollte man ja auch immer ein bisschen Obst mit dazugeben, einfach wegen dem ganzen Vitaminhaushalt. Auf jeden Fall habe ich da immer Brei extra gekauft und es dann untergemischt. Habe aber jetzt schon oft gehört, dass es auch einfach mit einem normalen Saft geht, da einen Schluck mit dazuzugeben. Das würde auch schon gut tun und deswegen habe ich das jetzt einfach mal mitgenommen, weil es tatsächlich auch einfach einfacher ist, alleine von der Größe halt schon her. Dann haben wir, ich glaube, 2 oder 3 Mal insgesamt von Aptamil die Anfangsmilch ihm wieder mitgenommen. Habe ich jetzt euch schon auch schon öfter mal gezeigt. Also wir haben uns damals für die entschieden, weil wir die auch schon im Krankenhaus bekommen haben. Das ist eigentlich so der einzige Grund. Es gibt auch viele andere tolle Marken bestimmt. Vielleicht müssten wir uns da auch mal umschauen. Dann haben wir hier von Profissimo mit Tragegriff die Kosmetikeimer Beutel mitgenommen. 10 Liter passen da rein. Die habe ich jetzt teilweise tatsächlich für den Kosmetikeimer in dem Badezimmer, teilweise auch aber fürs Katzenklo und so weiter. Also die sind so vielseitig einsetzbar. Kaufe ich eigentlich auch immer und immer wieder nach. Dann haben wir für die Katzen wieder Katzenfutter mitgenommen. Okay, es ist sehr zerquetscht, aber das ist das hier von Purina One. Diese Sensitiv-Totan-Variante, das lieben sie, das atmen sie förmlich weg. Aber dass sie nicht immer nur eine Sorte essen, habe ich jetzt hier mal wieder mitgenommen. Auch Rind mit Rindfleischgeschmack und das mögen sie eigentlich auch ganz, ganz gerne. Also diese 2 Sorten sind so deren Lieblinge. Dann habe ich mitgenommen von Garnier das Reinigungsmizellenwasser. Damit schminke ich mich immer ab und es geht alles runter. Egal wie stark man geschminkt ist, egal ob man wasserfestes Make-up, also beziehungsweise wasserfeste Wimpertusche hat oder irgendwelche Liquid Lipsticks oder egal was, irgendein Glitzer oder sowas. Dadurch, dass halt hier eben diese wirklich Öl drin ist und dann das Micellenwasser und wenn man das zusammen vermixt, ist das schon so ein bisschen ölhaltig. Logischerweise. Aber nicht zu extrem, nicht, dass es unangenehm wird, weil ich bin kein Fan von öligen Produkten. Also ich kann mir kein reines Öl ins Gesicht schmieren. Ich mag das gar nicht, dieses Feeling alleine. Und das ist halt so eine Mischung. Und es geht wirklich klar. Ich habe das mittlerweile schon so oft aufgebraucht und nachgekauft. Ich mag das sehr, sehr gerne. Micellenreinigungswasser All-in-One heißt es. Und wie gesagt, nimmt eigentlich alles runter. Und das ist von Garnier. Also ganz, ganz große Empfehlung, falls ihr irgendwas zum Abschminken sucht, ist das tipptopp. Dann auch wieder nachgekauft. Es ist zwar noch nicht ganz leer, aber ich habe immer gerne eins im Backup, weil letztes Mal ist mir leer gegangen.
und ich kam dann nicht dazu, ein neues zu holen und es hat mir echt gefehlt in meiner Routine, und zwar der Pickle Breaker. Leute, ich liebe dieses Zeug. Ich finde es so, so gut. Da ist wirklich Teebaumöl drin, was eben dann die Unreinheiten oder den Pickel austrocknet. Ich gebe das immer ganz gezielt auf ein Wattepaper, also auf ein Ohrenstäbchen, und dann auch ganz gezielt auf den Pickel, und das wird dann ausgetrocknet. Es dauert tatsächlich auch mal so 2-3 Tage, bis alles wieder verschwunden ist, weil das muss ja auch erstmal seine Wirkung eben erzeugen, dieses Austrocknungsverfahren, aber wenn ihr die Finger weglässt, dann wirklich geht es so schnell weg und auch so gesund weg, ohne dass dann da irgendwelche Narben bleiben oder diese Pickel mal oder sowas. Deswegen, also das ist auch so ganz, ganz, ganz großer Liebling für alle, die irgendwie so ein paar Probleme mit der Haut haben. Dann haben wir, ich glaube, insgesamt, Packung haben wir da mitgenommen, ich glaube 24 Stück von diesem Babywasser, Baby Love, mitgenommen. Da scheiden sich ja komplett die Geister. Die einen sagen, Schwachsinn braucht man nicht, man kann aus dem Wasserhahn das Wasser nehmen. Die anderen sagen, oh mein Gott, Wasserhahn geht gar nicht. Ich möchte anständiges Wasser haben. Also mir geht es halt eben so, ich trinke auch nicht Wasser aus dem Wasserhahn. Ich kaufe mir ja auch Wasserflaschen zum Trinken, und deswegen mache ich das auch für den Dias. Aber das ist wirklich, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Jeder, der eine macht es so, der andere macht es so. Das gibt wirklich so diese zwei Varianten, und wir sind halt, dass wir das halt eben eher kaufen. Dann sind hier nur noch ein paar Gläschen drin. Dann die nächste Packung. Okay, wir haben auf jeden Fall zweimal Windeln mitgenommen, und zwar diese hier von Babylove. Wir sind da ja mittlerweile umgestiegen. Wir haben von Pampers, die benutzen wir immer noch für nachts. Da fühlen wir uns so mit am sichersten, aber für den Tag sind wir mittlerweile auf Babylove umgestiegen, und wir haben mittlerweile auch ein paar Packungen aufgebraucht. Ich glaube, also diesmal haben wir zwei Packungen mitgenommen. Die eine ist jetzt schon aufgefüllt worden. Es saugt wirklich super auf. Es ist noch nie irgendwas ausgelaufen, seitdem wir das jetzt benutzen. Also tipptopp, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau, weil ich dachte immer so, oh, man muss Pampers nehmen. Das ist das Beste, aber auch das Teuerste. Und das Teuerste muss nicht immer das Beste sein. Also Babylove ist definitiv eine ganz große Empfehlung für alle, die auch vielleicht vorhaben umzustellen, sich aber nicht sicher sind. Und ich war wirklich so ein überzeugter Pampers-Liebhaber und habe mich dann auch mal vom, ja, eines Besseren belehren lassen, definitiv. Dann habe ich wieder mitgenommen, weil es ist mir tatsächlich leer gegangen, von Das Gesunde Plus, das ist ja die Eigenmarke, und zwar diese heiße Zitrone. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, und das ist im Prinzip, mir kommt hier nämlich schon gerade eins entgegen, so sieht das Ganze aus, und da ist Pulver eben drin, und das macht ihr euch einfach in eine Tasse rein, heißes Wasser drüber und danach einfach trinken. Und ich trinke das tatsächlich jeden Morgen. Ich liebe das. Da ist Vitamin C und Zink drin, und das soll einfach das Immunsystem unterstützen. Ich liebe das einfach. Das ist so mein Ritual. Sobald es kalt draußen wird, sobald der Herbst angefangen hat, bis der Frühling wieder kommt, trinke ich das einfach so, 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 so gerne. Ich kaufe mir natürlich auch immer wieder echte Zitronen und presse die aus und trinke die auch mal. Aber das finde ich persönlich, dass es ein ganz guter Ersatz ist. Dann hatte mein Freund hier Rasierklingen mitgenommen, diese Gillette Mach 3. Zeige ich euch, weil ich selber Herrenrasierer tatsächlich benutze. Die sind einfach viel, viel schärfer. Und wenn man das einmal benutzt hat, wenn man wirklich sich das einmal einen Herrenrasierer genommen hat und sich da mal einmal komplett rasiert, versprochen, Leute, ihr geht nie wieder zu Damenrasierer zurück. Also wie gesagt, Herrenrasierer sind einfach so viel schärfer und tausendmal besser. Also seit Jahren benutze ich tatsächlich nur noch Herrenrasierer. Dann habe ich von Sanft und Sicher feuchte Toilettenpapier Deluxe wieder mitgenommen. Auch das kennt ihr von mir, das zeige ich auch in jedem einzelnen DM-Haul. Ich mag die einfach sehr, sehr gerne. Die sind sehr weich, und die haben das ja von einer Zeit lang umgestellt hier, dass es jetzt biologisch abbaubar ist. Und es sind so Kaschmirtücher, die sehr, sehr weich sind. Dann, wie schon gesagt, ich hatte tatsächlich noch eine dritte Packung von den Evelyn Maxi Wattepads. Gott, ich kann nicht mehr reden. Dann haben wir von Babylove, das müsste auch zweimal hier drin sein, theoretisch, die feuchten Waschlappen mitgenommen. Die mag ich sehr, sehr gerne. Die habe ich immer bei uns auf dem Hochstuhl. Damit, wenn irgendwie was dann am Ende, wenn er fertig ist mit dem Essen, wische ich immer damit grob drüber, bevor wir dann am Wickeltisch richtig sauber machen. Oder wenn was an den Händen ist oder so am Tag zwischendurch, finde ich die wirklich sehr, 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 sehr gut. Also die sind nicht zu trocken, nicht zu nass. Groß vor allen Dingen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und Aloe Vera, Kamillenextrakt ohne Alkohol. So, tipptopp.
Dann habe ich diesmal zweimal mitgenommen, meine Tortellini. Oh mein Gott, ich liebe sie einfach so, so sehr. Von DM Bio. Die Käsetortellini, also mit Käse gefüllt. Die sind auch relativ klein. Ich liebe die einfach. Ich finde die so, so, so lecker. Und ich habe schon einige von euch da draußen angesteckt, das weiß ich. Ich koche die immer zusammen mit einer bestimmten Soße aus dem Aldi und mit schön viel Emmentaler Käse. Also es ist eine richtig krasse Kalorienbombe, gar keine Frage. Aber es hatten schon der ein oder andere von euch ausprobiert. Ich kriege immer wieder Nachrichten, dass es extrem, extrem lecker ist, weil ich es euch immer wieder mal auf Insta-Story oder so zeige. Also sehr, sehr lecker. Wer es noch nicht ausprobiert hat, probiert es mal aus. Dann habe ich von Frosch Zitronen-BC-Reiniger mitgenommen. Auch das ist leer gegangen, deswegen musste ich einen neuen mitnehmen. Und ich hatte euch in einem meiner letzten Vlogs schon mal erzählt, dass wir jetzt, oder dass ich versucht habe, so gut es geht, auf Frosch umzustellen, weil es einfach tatsächlich umweltschonender ist. Da achtet Frosch sehr drauf. Und deswegen auch tatsächlich jetzt der Hygiene- bzw. der Toilettenreiniger so rum. Ja, und da gab es jetzt nicht so viel Auswahl von den Gerüchen, deswegen habe ich gedacht, komm, nimm einfach mal Zitrone, ist so am gängigst normalsten. Ich glaube, es gab noch Lavendel, aber irgendwie, ich bin nicht so der größte Lavendel-Fan, deswegen habe ich mich mal für die Zitrone einfach mal entschieden. Dann ist wieder mitgekommen eine absolut große Liebe. Und ich sage zu jedem immer wieder das Gleiche. Ihr müsst es einfach mal ausprobieren, wenn ihr es noch nicht kennt. Aber Achtung, Suchtgefahr. Alle, die mich jetzt schon länger verfolgen, wissen, was jetzt kommt. Ovomaltine. Ganz große Liebe. Mittlerweile esse ich es tatsächlich jeden Morgen. Also Schande über mein Haupt. Ich habe es früher immer hinbekommen, dass ich das so alle 3-4 Tage oder einmal die Woche gegessen habe. Aber nein, Pustekuchen, mittlerweile esse ich tatsächlich jeden Morgen eine, ja, so halbe Scheibe Brot ungefähr. Ich liebe das einfach. Ich liebe dieses Crunchige da drin. Es schmeckt einfach so abnormal lecker. Also Nutella kann einpacken. Ernsthaft. Dann habe ich wieder zweimal von Denk mit die feuchten Allzwecktücher mitgenommen. Da nehme ich immer hier diese blaue Version mit. Das ist einfach so eine, hier steht auch die Duftrichtung, heißt pure Frische. Und genau so ist es auch. Es riecht einfach so richtig fresh und sauber, clean. Und die sind bei mir überall. Also die habe ich wirklich im Badezimmer liegen, in der Küche liegen, im Schlafzimmer oder beziehungsweise, ja, im Schlafzimmer habe ich sie liegen, bei der Wickelkommode. Ich habe sie aber auch beim Katzenklo liegen, überall, weil ich ständig irgendwie mal irgendwo drüber wische oder wenn ich irgendwo Haare sehe oder irgendwelche Fussel oder weiß der Geier was. Also ich liebe das und die sind richtig gut, weil die machen auch im Badezimmer sehr gut sauber. Zum Beispiel Armaturen. Wenn ihr wirklich mal ganz kurz nur drüber wischen wollt, irgendwie ein paar Flecken wegmachen möchtet, dann funktioniert das. Also die machen sogar Armaturen sauber. Die sind so, 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 so gut. Auch ganz große Empfehlung. Wisst ihr, zeige ich euch auch jedes Mal. Und dann ist auch wieder mitgekommen von Babylove, die Ölpflegetücher, auch die sind jetzt letztens erst leer gegangen. Ich habe jetzt gerade eine neue Packung aufgemacht, aber dass ich wieder ein Backup einfach da habe. Ja, ich mag die auch sehr, sehr gerne. Die sind nämlich genauso groß wie die anderen Babylove-Tücher. Richtig schöne große Tücher. Und die sind schön ölig, aber nicht so übertrieben, dass es so eklig ist. Also gerade so einfach perfekt, gerade beim größeren Geschäft, ist es immer ganz gut, damit alles wegzubekommen und nochmal so eine Pflege drüber zu geben. Also ganz, ganz, ganz große Liebe. Dann habe ich mal mitgenommen von Palmolive. Dieses Duschgel, Leute, ist der Shit. Es riecht so lecker. Man sieht diese Verpackung und läuft eigentlich dran vorbei, weil es so unscheinbar ist. So eine langweilige weiße Verpackung und denkt sich, ach ja. Aber ihr müsst mal daran riechen, das riecht so lecker. Einfach nach frisch und sauber und oh, ich muss mal, es riecht abnormal lecker. Wirklich nach so einer richtigen frischen Seife irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Ihr müsst es echt mal dran riechen. Das ist so, 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 so lecker. Also ganz große Empfehlung, habe ich auch schon so, so, so oft nachgekauft. Dann habe ich eigentlich die restlichen Sachen sind alles Gläschen. Da haben wir diesmal ganz viele verschiedene Sachen mitgenommen. Ein paar Sachen von Hip. Dann haben wir auch ein paar Sachen aber von Babylove mal mitgenommen. Was haben wir hier noch? Baby Vita habe ich jetzt mal mitgenommen zum Ausprobieren. Dann haben wir von DM Bio gerade hier diese Lachsgeschichte, mag er sehr, sehr gerne. Was ist das hier? Babylove Märchenmenü. Das ist auch irgendeine neue Edition. Ja, einfach so ein paar Gläschen von verschiedenen Marken. Wir haben ja früher tatsächlich immer nur durchgehend Hip gekauft, aber damit, da bin ich so komplett von weg. Ich kaufe jetzt einfach so das, was mich irgendwie, ja, einfach gerade anspricht. Genau.
Das war's auch schon gewesen. Ich habe wirklich versucht oder ja, mir Mühe gegeben, dass ich ein bisschen schneller durchgehe, weil meine DM-Holz immer so übertrieben lang sind, so was weiß ich, 40, 45 Minuten. Deswegen dachte ich mir, ich mache mal ein bisschen schneller. Also, falls es dem einen oder anderen zu schnell gewesen ist und irgendeine Frage zu den Produkten haben solltet, stellt es gerne in die Kommentare, dann versuche ich so schnell wie möglich darauf zu antworten. Und ich würde sagen, wir kommen auch direkt zu der Verlosung. Ich habe nämlich schon länger keine mehr gemacht. Ich bin aber mittlerweile so ein bisschen am Sammeln. Und möchte sehr gerne auf jeden Fall zu Weihnachten, also zu Weihnachten Ende des Jahres, etwas machen. Gerade läuft noch eine Verlosung, die ist von einem Babytragetuch. Wirklich sehr, sehr schön, hochwertiges Material. Schaut da gerne mal vorbei. Das war in meinem letzten, in meiner letzten Vlogs. Das steht aber auch direkt drauf, dass es eine Verlosung gibt. Also könnt ihr da gerne reinklicken oder auf Instagram könnt ihr auch mitmachen. Heute und hier verlose ich aber einen Adventskalender für euch, weil es einfach gerade jetzt an der Zeit ist. Wir haben heute tatsächlich, ich weiß nicht, wann das Video online kommt, aber heute ist tatsächlich der 1. November, by the way, my birthday. Ja, selbst an meinem Geburtstag arbeite ich. Leute, das nenne ich mal einen Satz, oder? Ja, in einem Monat fängt es schon an, dass wir unsere Adventskalender endlich öffnen können. Und ich persönlich bin ein absoluter Adventssuchti. Ich liebe Adventskalender so, so sehr. Ich habe auch immer mehrere zu Hause stehen, ob es Schokolade ist oder Beauty oder. Und ja, ich habe mich jetzt hier deswegen dafür entschieden, dass das eigentlich eine ganz coole Verlosung ist. Ich habe euch den Kalender geholt, den ich mir selber auch geholt habe, weil ich persönlich finde, das ist aktuell der schönste in der Drogerie ist. Es gibt so ein paar Kalender, die auch ganz okay sind, aber die teilweise ihr Geld echt nicht wert sind. Also ich wollte mir ja eigentlich so ein paar Kalender mehr holen dieses Jahr und ich habe es echt teilweise nicht eingesehen, da irgendwie 50 Euro für einen Kalender auszugeben, den ich dann am Ende noch selber zusammenbasteln muss oder wo nichts Großartiges drin ist. Deswegen, ich fand hier den Kalender von Essence richtig, richtig cool, weil schaut mal, der ist halt nicht so dieses gerade flache, was man kennt, sondern der ist halt jetzt hier so ein bisschen eckig und da hat man dann halt eben die Türchen, die man dann so rausziehen kann. Also ich finde das so süß aufgebaut dieses Jahr. Deswegen hatte ich mich dafür entschieden gehabt und den werde ich auch noch mehrmals verschenken und das geht jetzt auf jeden Fall heute an euch. Ja, was ihr dafür tun müsst, ist wie immer Abonnent dieses Kanals sein, einen Daumen hoch zu hinterlassen und einen Kommentar schreiben, dann weiß ich, dass ihr auf jeden Fall an der Verlosung teilnehmen möchtet. Ja, das war es eigentlich auch schon gewesen mit diesem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr keine weiteren Hauls mehr verpassen möchtet, denn ich drehe sehr, sehr viele Hauls und auch gerne mal in meinen Vlogs, in meinen Daily Vlogs. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und für heute würde ich erstmal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Also macht's gut. Ciao, ciao.